Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. So, überwachter Patient kollabiert, das ist schlecht, künstliche Beatmung. Ich glaube, wir brauchen hier in der Notaufnahme mehr Ärzte, ne? Ich glaube, die sind weit überfordert. Bedürfnisreduziert, hungrig, unbeaufsichtigt. Unbeaufsichtigt? Hä? Kein Oberarzt drin? Okay, dann werden wir den Sven Lensen mal machen. Wir sind nicht besser, aber trotzdem... Hungrig, ne? Werden wir schon hinkriegen irgendwie. So, die Intensivstation will ich jetzt auf Dauer nach hier oben kriegen. Das ist ein hochmodernes Krankenhausbett, ne? Okay, das belegt. Okay, sind alle Betten belegt, na gut. Dann geht das natürlich nicht, ne? Okay, schade. Das geht dann natürlich nicht dementsprechend, ne? Wie weit sind die zufrieden hier? Gelangweilt, schöne Umgebung, kurze Wartezeit, freundlich Angestellter, bedürfniskritisch, hat modernes Bett, Bauch gefüllt. Ja. Unruhige Nacht. Hat modernes Bett und alles, klar, behaglich. Cool. Sorry. Da müssten wir echt mehr Ärzte hier haben, ne? Mehr Ärzte auf der Intensivstation. Ich glaube, das wäre, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig. Wir haben jetzt aktuell hier auf der Intensivstation eigentlich nur 4 Ärzte. 2 auf Tagesschicht, 2 auf Nachtschicht, ne? Ich glaube, das könnte zu wenig sein. Die müssen alle theoretisch noch Untersuchungen haben und alles, ne? Oder? Ne, geht eigentlich, ne? Ich krieg noch ein EEG. Differentialdiagnose. Okay. Aufstehen können sie nicht, deswegen brauchen wir da auch eigentlich keine Couch. Stehe ich gerade fest. Ne? Müssen sowieso liegen. Sollen wir einen anderen Boden machen? Machen wir einen anderen Boden, ne? Sieht unten schöner aus, ne? Ja. Dann machen wir den Boden anders. Dann machen wir hier den Boden hier rein. Den Boden hier. Sieht wesentlich schöner aus. Ja. Okay. Also das sieht schon mal gut aus. Intensivstation. Den Bereitschaftsraum werden wir dann nach hier oben machen. Und dementsprechend natürlich auf Dauer auch die Betten nach hier verlegen. Komplett, ne?
Das wäre schon relativ wichtig. Ich werde jetzt noch ein zweites Bett hier machen. Hochmodernes, ne? Klar. Hochmodernes Bett muss sein. Dann hatten wir hier den verbesserten Patientenmonitor. Mobiler Arbeitsplatz brauchen wir nicht. Wir brauchen die mechanische Beatmung und die Lebenserhaltungsmaßnahme, ne? Hätten wir das nämlich auch. Gut, dementsprechend würde ich sagen, machen wir da noch mal ein Geräteschrank, Ausrüstungsschrank. Oder Geräteschrank? Geräteschrank, ja. Und noch ein Defibrillator. Mit dem Defibrillator will ich eigentlich nicht sparen. Funktioniert der überhaupt? Scheint zu funktionieren, ne? Okay. Okay. Dann wird der Bereitschaftsraum noch hier oben verlegt. Wie groß ist der Raum jetzt? Der ist, wie groß ist der Raum? Lasst mich mal gucken. Intensivstation. 4x6. 4x6. Dann machen wir noch einen weiteren 4x6. Und noch einen weiteren 4x6. 4x6. Das wäre dann das hier, ne? Dann wir machen hier den Bereitschaftsraum hin, dann dementsprechend. Wäre ja auch möglich, ne? Wenn wir den Korridor hier machen. Korridor. Den Abstellraum muss ja auch noch sein, ne? Abstellraum muss auch noch sein. Den können wir eventuell verstecken, indem wir hier einen zusätzlichen Raum machen, ne? Beziehungsweise wir werden ein paar Wände hier machen. Haben wir hier. Haben wir hier. Dann haben wir hier keinen Zutritt. Doppeltür, kein Zutritt. Dann machen wir hier zum Beispiel in die Ecke. Den müssen wir verschieben. Doppeltür, kein Zutritt. Machen wir mal hier hin. Dann machen wir hier den Abstellraum von der Intensivstation. Reicht eigentlich nur, Moment, das reicht eigentlich aus. Wenn er 2x3 ist wirklich, ne? Viel größer muss das Ende sein. Kein Zugang. Klar, werden wir ändern. Weiße Tür. Wir schwachen hier das Regal rein. Kostet 99 Euro, ne? Und ein zweites Regal. Haben wir noch mehr Platz für Personal? Okay. Das sieht aber dann dementsprechend ganz gut aus. Dann machen wir den Bereitschaftsraum hier noch rein, beziehungsweise das Schwesternzimmer. Das sieht dann gar nicht mal so schlecht aus, ne? Ich glaube, das sieht dann richtig, richtig geil aus eigentlich. Kriegen wir hin. Okay, das wären dann zwei.
4, 6, 8. Wie viele Betten haben wir unten? Unten haben wir jetzt insgesamt 2, 4, 6. 6 Betten, ne? Ja, 6 Betten. Oben hätten wir dann 8. Wäre gar nicht mal so verkehrt, ne? Okay, kriegen wir hin. Können wir die Patienten... Wir können die Patienten da auch verlegen. Wenn wir den Raum hier auflösen, werden die Patienten auch verlegt, ne? Dann müssten wir nur oben... Ja. Ja. Machen wir den Abstellraum. Wo ist der Abstellraum? Hier. Dann lösen wir schon mal den Abstellraum auf. Die wird verlegt. Nach hier oben. Dann wird die verlegt nach oben. Dann hätten wir die beiden schon mal oben, ne? Dann können wir den Raum hier unten auflösen. Den Abstellraum dementsprechend, ne? Dann haben wir das erledigt. Da fährt der auch schon mal weg. Dann können wir die Wände abreißen. Dann ist das hier schon mal erledigt. Okay. So, der Raum ist weg hier. Dann haben wir hier auch noch Platz. Wie gesagt, Intensivstation muss nach oben. Was haben wir hier? Hier haben wir Pathologie, ne? Ja, das muss weg. Die Pathologie hier muss weg. Obwohl, eigentlich gar nicht mal so verkehrt, ne? Weil Pathologie muss ja nicht so groß sein. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Die muss ja nicht wirklich groß sein, die Pathologie. Das ist ja eigentlich eher eine kleinere Station. Und hoffentlich wird auch eine kleinere Station bleiben, hoffentlich, ne? Dementsprechend werden wir mal gucken, ne? Da können wir die Pathologie hier vielleicht machen. Kleiner ausrichten. Und dann hier im Prinzip auf die... medizinischen Labore hier gehen zum Beispiel, ne? Oder hierhin. Hier vor die medizinischen Labore irgendwie groß. Müssen wir gucken. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Aber die Intensivstation muss weg hier. Das auf jeden Fall. So sehen die Betten oben frei. Das müssen wir mal gucken. Beide Betten oben frei, ne? Bereitschaftsraum. Verlegen. Ja, machen wir. Jetzt ist die Frage, wie machen. Wir brauchen hier mindestens einen Arzt. Ich will aber auf Dauer eventuell auf 5 Ärzte ausweiten. Wenn nötig. Auf 5 Ärzte ausweiten. Damit wir die Möglichkeit haben, hier möglichst gut zu arbeiten. Also 4x3, das wird nichts. Obwohl 4x3... Machen wir mehrere Räume oder machen wir einen großen Raum? Das ist jetzt die Frage. Machen wir einen großen Büroraum oder... Dann verlegen wir am besten nochmal die Tür. Wartet. Dann verlegen wir nur die Tür nochmal. Dann wird die hier einmal nach da verlegt. Dann verlegen wir die Wand einmal.
Machen hier eine Tür rein. Die wird entfernt. Machen wir hier die Wand noch zu. Machen wir hier noch das einmal. Okay. Dementsprechend können wir den Abstellraum einmal etwas vergrößern. Weil die Leute sollen natürlich auch irgendwo zufrieden sein. Für mich ist ein bisschen Deko haben oder sowas. Wäre eigentlich gar nicht mehr so schlecht, ne? Nein, die müssen ja nicht so einen kleinen Abstellraum haben hier eigentlich, ne? Eigentlich nicht, ne? 4x3, ja, könnten wir auch machen, ne? Schauen wir mal. Bereitschaftsraum. Jetzt die Frage, ne? Bereitschaftsraum 3x4. Was können wir da reinkriegen? Im Prinzip nicht wirklich viel, ne? Wir brauchen Schreibtische. Ja. 4x3, dann machen wir den größer, ne? Wir müssen größer machen, Leute. Geht nicht anders. Bereitschaftsraum. Dann machen wir den größer. Auf. Wie viel? 4x6, 3x6. Wir können auch schöner machen, ne? Nehmen wir die Ecke hier auch noch mit, ne? Die Ecke nehmen wir auch noch mit, Leute. Kommt. Dann machen wir hier einen schönen Bereitschaftsraum hin. Mit Schreibtischen und allem schönen Boden. Machen wir einen blauen Linoleum. Hier eine ordentliche Wand. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sieht doch gar nicht so mal so schlecht aus. So, jetzt brauchen wir Schreibtische. Brauchen wir hier einen Schreibtisch hin und hier einen Schreibtisch. Aber wir machen die. Einen hier hin. Den anderen hier hin, ne? Das wäre eine Möglichkeit. Dann werden wir noch einen machen. Ja, das ist doof, ne? Machen wir in die Ecke noch einen? Hier machen wir noch einen. Wir machen das so. Schauen wir mal, ne? Ist ja möglich? Möglich wäre auch das hier. Wir sitzen hier, ne? Zack. Zack. Und zack. Das war eine Möglichkeit. Dann könnten wir nämlich noch ein Sofa hier reinstellen.
Noch ein Aktenschrank dazu. Ein Bücherregal hier in die Ecke. Dann noch ein TV. Dann noch eine schicke Blume. Genau. Laptops. Machen wir erstmal zwei Laptops. Reicht ja erstmal. Ausbauen können wir immer noch. Ausbauen können wir immer noch. Jetzt Schwesternzimmer. Das Schwesternzimmer wird hier stattfinden. Hier mit 10 werden wir etwas größer machen, weil wir da mehr Platz brauchen, glaube ich. Auch hier werden wir die Wände schön gestalten. Dann sollte das dementsprechend eigentlich auch in Ordnung sein. So, eine Tür werden wir hier machen, klar. Tür auf jeden Fall auch. Werden wir, wie viel machen wir? Möglichkeit für 8 Schwestern. Ja, machen wir. Ausrüstungsschrank. Machen wir hier was hin. Brauchen wir noch Laptop, klar, Essenstablett. Machen wir 2 Stückchen, 2 Ausrüstungsschränke. Wir sprechen natürlich auch ein bisschen Deko hier. Die können wir erst mal Akten hinmachen. Diplom. Können wir hier nochmal aufhängen als Deko. Hier eine Pinnwand. Also wir machen hier noch einen Schreibtisch dran. Ne? Müssen wir später mal gucken. Oder wir machen hier. Müssen wir gucken. Auch die soll natürlich ein Sofa haben, klar. Wenn möglich, ne? Aber haben sie nicht. Okay, machen wir einen Aufenthaltsraum, dann passt das. Gut. In dem Sinne, danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen neue Folge hier auf meinem Kanal Project Hospital. Ich freue mich. Bis dahin erstmal. Servus und tschüss.